Wenn ich mal abschalten will, dann gehe ich meistens in die Kapelle. Das ist so der einzige Raum, der noch wirklich nach Kirche aussieht hier. Die Atmosphäre da ist sehr ruhig und irgendwie kann man sich da so ein bisschen zurückbesinnen. Die Institution Kirche an sich ist ja manchmal so ein bisschen schwierig und hat schwierige Werte so und damit kann ich mich halt schlecht identifizieren. Aber ich würde mich jetzt auch nicht als Atheist beschreiben. Ich bin da noch so ein bisschen am Suchen. Ich bin Maike, ich bin 19, ich mache ein freiwilliges soziales Jahr Kultur in der Jugendkulturkirche St. Peter. Also erstmal ist es räumlich natürlich ein total besonderer Ort, weil man ist draußen und denkt, dass es eine ganz normale Kirche ist. Und dann, wenn man aber reinkommt, dann ist es so ein moderner Konzertsaal und es gibt Unmengen an Technik und es ist ganz anders, als man es eigentlich erwartet hat. Ich mag, dass es so viele verschiedene Angebote gibt, dass es nicht nur eine Sparte gibt, sondern dass es Konzert und Poetry Slam und Theater gibt und noch ganz viel mehr. Das hier ist ein Ort für alle, egal welche sexuelle oder religiöse Orientierung oder welchen sozialen Hintergrund sie haben. Also generell wird St. Peter gefördert von der Stadt Frankfurt, natürlich durch die Räumlichkeiten, die Kirche gehört ja der Stadt, und durch die EKN, also die Evangelische Kirche Hessen-Nassau. Heute ist das Newcomer-Festival. Das ist ein Bandfestival für sehr junge Bands, die noch nicht sehr viel Auftrittserfahrung haben und einfach hier hinkommen können und spielen können und so vielleicht Zuschauer gewinnen oder einfach sich ausprobieren können hier. Das ist genau das Ziel von St. Peter, einen geschützten Raum für Jugendliche zu schaffen. Also am coolsten ist wirklich die Betreuung von den Veranstaltungen. Und wenn man es dann wirklich schafft, viele Jugendliche für irgendwas zu begeistern, was wir hier machen, das ist immer cool. Zu sehen, wie ein Projekt dann so Realität wird, das macht mir am meisten Spaß.